Gut, gehen wir da gleich mal rein. Hier muss irgendwo der General gewesen sein. Warst du das? Bist ein Gast? Ach nee, du warst das. General Septimus, da bist du. Commander, was wollen Sie? Shaira schickt mich. Probleme? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Sie sind erbärmlich. Ist es das wert? Verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten, macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Ah, ich kann Ihnen offenbar nicht drohen, weil er wahrscheinlich zu hoch ist. Ich kann Ihnen auch nicht schmeicheln. Beherrschen Sie sich, reißen Sie zusammen. Vergessen Sie es. Das ist sehr, sehr schade. Ich muss also da nochmal einen Punkt investieren, wenigstens in beides. Ich werde nicht gehen. Vergessen Sie es. Schönen Tag noch, General. Ja, gehen Sie nur. Wir sehen uns später. Wir können ihn nicht einfach so allein lassen. Ha! Vergeuden Sie Ihre Zeit nicht. Laufen Sie jetzt weg, solange Sie es noch können. Ich werde nicht gehen. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Geben Sie nicht auf. Sie machen mich krank. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Nein, geben Sie nicht auf. Wollen Sie, dass man sich so an Sie erinnert? Nein, man soll sich gar nicht an mich erinnern. Aber ich verstehe Sie. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Nein, das glaube ich nicht. Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Freut mich zu hören. Gut. Stehen Sie auf und gehen Sie, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Noch ein Auftrag. Sicher, möglicherweise. Na, sicher, komm. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Ah, okay. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Das ist ja günstig. Wie? Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Okay, das mache ich. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Ja, ich weiß. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Dankeschön. Das ist ja sehr, sehr günstig. So schließt sich der Kreis. Für den von diesen Elkor-Diplomaten wurden wir ja gerade geschickt. Das ist doch ganz großartig. Und so schließt sich der Kreis. So kann ich also den General von mir überzeugen, von dem den Elkor-Diplomaten, den Xeltar von mir überzeugen und auch die komische Frau da von mir überzeugen, die Blauhäutige. Ich schweige ganz kurz ab und wir hatten noch einen weiteren hier. Fists Büro, genau. Zu Fists Büro zurückkehren. Würde ich ganz gerne kurz mal machen, wenn ich schon mal hier bin. War das hier? Das war hier, glaube ich, ja. Das haben wir schon geknackt. Hier kommen wir rein. Liegt Fist immer noch rum. Ja, da ist noch was. Optischer Speicherdisk nehmen. Tagebuch, Bereichskarte. Ja, ich muss mich irgendwann mal um das Tagebuch kümmern. Warte mal kurz. J. Aufträge. Zitadell, der Wunsch der Reporterin. Ist irgendwas Neues passiert? Informationen liefern. Die Information aus Fists Versteck helfen Miss Wong bei ihrer Story über die Korruption. Bringen Sie zu ihr in die Oberbezirke. Ach, okay. Das ist ja interessant. Das ist ja mal ein direkt geiles Tagebuch. Man wird ja direkt erzählt, was gemacht werden muss, obwohl das vielleicht schon ein bisschen zu krass ist. Sieht ja, der Heimkehr haben wir schon. Die Keeper-Skin haben wir auch noch nicht. Wir haben ja sämtliche Dinge, die irgendwie lustig blinken. Ungewöhnliche Signale. Ach ja.
Begeben Sie sich in das Hydra-System des Argus. Ach, das brauchst du gar nicht aufschreiben. Ist ja ganz günstig, okay? Dann seltsame Übertragungen. Kommune finden, okay. Sie der Asari-Konsortin. Die Asari-Konsortin Shaira hat sie gebeten, mit General Septimus zu sprechen. Sie ist besorgt, dass dieser frühere Kunde von ihr falsche Einschuldigung äußert und ihren Ruf schädigt. Und Xeltas Beschwerde, da braucht man euch draufklicken, ihr wisst ja, was los ist. Das heißt, wir können wieder zurückgehen. Ja, hier lang bitte. Dann da lang. Und wieder zu den diplomatischen Quartieren zurückkehren. Wo geht's hier raus? Hier hinten geht's irgendwie raus. Ja, yep, hier bin ich richtig. Sehr, sehr schön. Und so langsam komme ich auch ganz gut mit dem Spiel klar, was Steuerung und Orientierung hier angeht. Aber das muss man echt wirklich, darf man irgendwie nicht zur Seite legen, großartig. Weil sonst vergisst man es alles sofort wieder, glaube ich. Hier wollte ich nicht hin. Das zum Thema Orientierung. Ach, hier, genau. So, erstmal zum Präsidium, bitte. Zu den Gemächern der Konsorten. Das ist ja ganz günstig. Mal gleich da hinkommen. Gehen wir erst zu ihr und dann zu... bei dir waren wir schon. War das hier? Ja, das war hier. Gehen wir erst zu ihr und dann zu, zum Botschafter. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Ja, so war das damals, nicht wahr? Zurückgekehrt und zur Konsortin. Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Vielleicht hypnotisiert sie einfach. Viele von uns empfinden sie. Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Hypnose. Sag mal. Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Mal ganz ehrlich, was habe ich denn für ein Gehör, dass ich hier oben stehen immer noch den Gespräch ganz genauso lauschen kann wie vorher. Shaira! Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Tja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ich habe gerne geholfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Was denn? Aber ja, natürlich. Was ist es? Ja, was ist es denn? Was möchten Sie mir geben? Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Diese Stärke hat sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur sie haben überlebt und sie werden weiter überleben. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Ganz ehrlich, sehr beeindruckend kann ich dabei nicht sagen, weil das war einfach nur meine Vergangenheit. Das war's schon, wenn ich euch sagen, was klingt so ein bisschen abwertend. Bleib also bei Sie Danke. Haben ein ganz besonderes Talent, Shaira. Ja, das ich offensichtliche Feststellen. Das ist ein Talent. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Dann ist deine Macht aber schon ziemlich begrenzt. Ein Stufaufstieg! Sie werden Ihnen Stärke geben. Dankeschön. Ein Stufenaufstieg. Ich darf es nicht vergessen. Ich muss auf jeden Fall einschüchtern noch eins erhöhen und auch schmeicheln. Ich würde ganz gerne meine Gesprächsnatur ein bisschen erhöhen. Das heißt, hier einen Punkt drauf, da zwei Punkte drauf. Ich weiß, dass ja relativ viele Punkte gerade draufgegangen sind, aber da habe ich sozusagen jetzt volle Gesprächsoptionen. Schmeicheln 3, einschüchtern plus 3. Ich hätte jetzt den General sozusagen mich dabei einschleimen können. Ich hätte nämlich auch, ihn noch einschüchtern können. Ich schüchtern General ein, das ist auch ganz schön krass. Und jetzt gucken wir mal an, wo wir den letzten Punkt noch verbraten. Infiltrator, Dechiffrierung oder Elektronik. Vielleicht sollen wir mal Elektronik mal ein bisschen eins hochmachen. Naja, wieder auch so. Wunderbar. Ja. Ich hätte das gerne so. Und gehe jetzt weiter. Auf zum Botschafter. Lalalala. Deswegen, ich habe auch eine Idee, warum ich mittlerweile so gut hören kann. Ich bin ja Infiltrator. Wahrscheinlich kann ich deswegen auch die ganzen Gespräche von ihm mithören. Ich bin praktisch der Top-Stasi-Agent hier. Oder KGB oder was weiß ich, wie die alle heißen. Will ich rüberlaufen oder will ich rüberfahren? Wisst ihr was? Ich fahre darüber. Schönes Wasser hier.
Schön gebumpmappt praktisch. So, wo ist denn hier die nächste Reisestation? Ist sie da hinten vielleicht? Hier war, glaube ich, der lustige Händler. Ja, hier war der lustige Händler. Und hier war dann irgendwo eine Reisestation. Da hinten ist eine. Ja, da ist doch eine. Citadel Rapid Transit, tatsächlich. Und wieder wird gespeichert oder geladen. Naja, solange es schnell geht, ist es in Ordnung. Ich würde gerne reisen, und zwar zu den Botschaftsquartieren, also erstmal Präsidium. Und zu den Botschaften. Am besten zu den Elcor-Botschaften direkt. Ich glaube, da muss ich lang. Avina? Ach so, Avina, ja, natürlich. Ganz kurz gucken. Hier ist irgendwas. Ach so, Avina kann man. Ach so, ja, gut. Und wir müssen rechts hoch. Lalalala. Einmal die Tür öffnen, bitte. Dankeschön. Wieder wird geladen. Wo ist das Büro? Das Büro ist hier rechts. Wohllosen Elko-Quartiere müssen also gleich hier oben sein. Ich drücke Nummer 5. Warum auch immer, keine Ahnung, pure Gewohnheit. Xelta, mein Freund. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Doch, doch, ich kann Ihnen helfen. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier, das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Ja, dann sollst du wohl entsprechend handeln, nicht wahr? Aber stellen Sie sicher, dass Shaira von jetzt an rausgehalten wird. Verpflichtet zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein, nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Ja, das tue ich jetzt mal. Ich habe Erfahrung bekommen und Geld. Hören Sie nicht auf meinen Volus, Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Aha, der Erdenclan-Mensch. Was gibt es denn noch? Ja, ach so, mit dir haben wir schon mal über alles auf geredet. Auf Wiedersehen, Botschafter. Und ja, mit ja. Dir? Auf Wiedersehen, Erdling. Mit dir können wir nicht mehr reden. Okay, kann man hier noch irgendwas scannen vielleicht? Die haben wir schon gescannt. Ah, okay. Gut, dann können wir ja tatsächlich endlich mal wieder zum Turm gehen. Oder müssen wir jetzt noch, lass mich ganz kurz mal gucken, Journal nochmal. Bla 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 bla. Xeltan Asari, Zettel Heimkehrer. Muss ich nochmal zu dem General zurückkehren? Das wäre wär jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich habe hier schon alles abgescannt und dechiffriert. Hier hin. Bin ich hier richtig? Hier bin ich richtig. Ist mir egal, zum General gehe ich erstmal nicht zurück. Ich werde wahrscheinlich irgendwann sowieso nochmal in die Bar zurückgehen. Aber mit dir habe ich noch nicht geredet. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Ja, das ist ja clever, nicht wahr? Standort. Ich weiß, wo ich bin. Persönliche Frage. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Okay. Sind Sie gerade beschäftigt? Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Okay, gut. Dankeschön. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich ihn haben werde. Ich werde wahrscheinlich einen ziemlich anstrengenden Tag haben, wenn ich jetzt wieder von dem Rat vorsprechen darf. Ich bin mal sehr gespannt, was der Rat jetzt sagen wird. Zu den Beweisen. Ich würde gerne zum Präsidium, wo ich schon bin, zum Zitadell-Turm, ganz genau. Da war auch gerade Finanzdistrikt zu sehen.
Da müsste ich auch mal irgendwann hin. So, der Rat müsste ja irgendwo hier geradeaus sein. War das nicht so? Ich guck mal, nochmal gucken. Mittlerweile kümmern wir uns ja mit der Karte aus. Zum Präsidium. Oh. Und ich laufe genau in die falsche Richtung. So, lieber nochmal 5 drücken vorher. Und diesmal habe ich nicht vergessen, irgendwie danach zu speichern. Aber letztes Mal habe ich, also vor dieser Aufnahmesession habe ich vergessen zu speichern letzten Mal. Also nach letzten Aufnahmesession. Und durfte wenigstens dieses ganze Ratsgespräch nochmal durchgehen. Das war wenig lustig. Captain Anderson. Los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Okay. Ich bin gespannt. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Oh. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Matriarchin Benesia? Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth verehren sie. Saren bringt sie zurück. Deshalb folgen sie Saren. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Noch nicht. Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Die Reaper gibt es wirklich, ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Sie haben schon mal an mir gezweifelt. Seien Sie doch nicht albern. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Das kann durchaus sein. Ich habe sie gesehen. Verstehen Sie denn nicht? Falsch. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Aber ein anderer Mann kann das. Eine Flotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ach, wie nett von euch. Sie werden also nichts unternehmen? Schicken Sie mich. Immer die gleiche Geschichte. Ja, schicken Sie mich, das ist klasse. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Ich werde ein Spectre. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Ich bin bereit. Es ist die beste Lösung. Hören Sie auf, uns aufzuhalten. Nein, es ist die beste Lösung. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Ernsthaft? Commander Shepard, vortreten. Wie geil.
Nicht schlecht. Und schön pompöse Musik. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ja, das zum Thema, dass ich der Zweite erst wäre und der Captain schon ein weiterer Spectre gewesen wäre. Ich sage vielen Dank. Was geschieht jetzt? Das wurde aber auch Zeit. Nein, vielen Dank. Ist, glaube ich, sehr gut. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Okay, irgendwelche Tipps? Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Das ist geil, das Ratstreffen wird nie beendet oder ab... oder ja, beendet, es wird aber nur vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Okay. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Ja, er ist nicht gerade ein dankbarer Mensch, das muss man sagen. Ich muss kurz mal aufschreiben, Citadel-Akademie, Ausrüstungstyp, Ausrüstungsoffizier, müssen wir genauer sagen, Offizier, so, wunderbar. Ich kann es mir nicht verdenken, da ist nichts dabei, typisch. Ach komm, bisschen Arschloch sein. Was erwarten Sie von einem Politiker? Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Wunderbar, Spectre-Bonus, Spectre-Training und Schmeichel-Einschüchter-Talente freigeschaltet. Ach, man kann auch weitergehen. Schüchtern, einschüchtern auf Stufe 5 und ein Schmeicheln auch nochmal auf Stufe 5 und 4 und tralala. Ladendiscount. Verbessert Schmeicheln-Rate auf 4, schaltet neue Dialogoptionen frei. Plus 2% Discount in den Läden. Das ist ja ziemlich geil. Und einschüchtern, motivierter Käufer. Oh, ich habe sogar 2 Punkte bekommen. Verbessert Einschüchtern-Rate auf 4, schaltet neue Dialogoptionen frei. Gegenstände können in den Läden für 2% mehr Credits verkauft werden. Ah, verkaufen und kaufen. Okay. Und hier Spectre-Training. Erhöht Schaden und Dauer aller Talente und Angriffe um 1%. Verbesserte Gesundheit um 5%. Verbessert maximale Präzision um 2%. Regeneriert zusätzlich 0,4% Präzision pro Sekunde. Und hier geht es dann immer so weiter, oder was? Okay, geht immer höher. Und dann haben wir irgendwann auf Stufe 4 Einigkeit. Einigkeit. Lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit auf 40% Schildkraft wieder auferstehen. Das ist richtig geil. Erweiterte Einigkeit, meisterhafte Einigkeit, dazu kommen wir irgendwie noch. Ich würde aber meinen, wir gehen schon mal auf Einschüchtern. Zack. Oh. Ja, oder so. Und Spectre Training 1. Obwohl, ich würde gerne Einschüchtern nur 4 haben. Das und Spectre Training 2 gleich mal, das wäre ganz günstig. Dankeschön. Und ich gucke kurz auf die Uhr. Ja, das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um einfach mal ganz kurz meine Aufnahme zu beenden. Ich werde morgen weiter aufnehmen. Das Mass Effect Wochenende ist noch nicht am Ende, soweit ich weiß, sondern geht einfach nur die nächste Runde. Bis zum nächsten Tag. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis zum nächsten Tag. Tschüss.